Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty mit meiner bereits 37. Folge heute am 7.8.2022 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Lykanie Silberwald. Lykanie hat nämlich am 23.12.2021 ein weihnachtliches öffentliches Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 646. Lykanie verschwindet jetzt aber wieder. Und kleine Anmerkung noch voraus. Ich weiß, es gibt mittlerweile einen Beta-Test für das Erbensystem-Update. Aber da das eine Beta ist, die meistens noch Bugs beinhaltet und ich in meiner Vergangenheit immer Erfahrungen mit Betas gemacht habe, die auch gerne mal einfach Safe-Games komplett zerstören oder unspielbar machen und so weiter und so fort, habe ich mich dazu entschlossen, wir warten noch ab, dass es zu einer Public-Version wird. Also dann, wenn die Entwickler sagen, es ist jetzt so stabil, dass wir das jetzt integrieren können, inklusive Safe-Game-Kompatibilität und so weiter und so fort. Unter anderem auch ein Grund dafür, warum ich bis jetzt noch keinen Erben gezeugt habe mit unserer herzallerliebsten Baldwina. So, ich hoffe, das hat sie jetzt gehört, weil die schuldet mir noch ein bisschen Essen und Trinken. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist noch aufgefallen, in der letzten Folge habe ich noch was gelevelt bei Jagen, als ich den Wolf erschossen habe. Aber irgendwie habe ich nicht reingeguckt, was ich jetzt mal skillen möchte. Ich habe ja wirklich noch gar nichts wirklich geskillt, außer nur einen einzigen Punkt, obwohl ich schon relativ häufig jagen war. Aber ich habe gleich 2 Punkte. Das finde ich schon ganz nice. Was hätte ich hier? Ruhigere Hand beim Zielen mit Fernkampf finde ich eigentlich schon ganz geil. Geräusche verursachen tun wir ja schon relativ wenig, weil wir ja nicht wirklich Sachen anhaben, die großartig klappern. Aufspüren von Tieren mit einem Prüfmodus. Das möchte ich haben. Definitiv. Ja. Was hätten wir noch? Schnellere Bewegung beim Schleichen. Chance auf zusätzliche Rohstoffe. Eigentlich auch ganz cool. Haltbarkeitsverlust von Waffen reduziert, okay. Erhöht das Fallenlimit um 1. Ach stimmt, ich habe ja ewig und 3 Tage schon keine Fallen mehr aufgestellt. Das gilt ja auch Jagen, das habe ich wohl vergessen, ne? Na gut, nehmen wir erstmal noch Jagdwissen hinzu, weil mit dem Bogen komme ich ja mittlerweile einigermaßen klar. Einigermaßen. Auch wenn er ein bisschen wackelt und alles. Später wird es natürlich noch schöner, wenn ich irgendwie eine Armbrust oder ähnliches habe, dann richtig schöne, ja, Headshots, wie auch immer. So, dann mal ganz kurz, das habe ich nämlich jetzt offscreen nicht gemacht. Lager. Wir gucken mal rein, wie es aussieht. Ich war ja jetzt schon wieder ein Weilchen nicht da. Ah, Brennholz. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet, dass die wieder jetzt im Winter vor allem deutlich mehr Brennholz verbrauchen, als wir herstellen können. Geh mal hier hin. Brennmaterial. Haben wir 4 verschiedene Sachen. Wir haben eigentlich voll viele Holzstämme da, aber auf der anderen Seite könnte ich die auch gut wieder gebrauchen, ne? Der Holzbedarf ist ziemlich hoch. Warte mal, wir gehen mal kurz in die Produktion. Nee, wo waren das? Gewinnung. Holzschuppen. So. Der macht nur 3 am Tag. Was ist das an Wert? 1 bringt 35. Oh Gott, ich brauche mal schnell einen Taschenrechner. Es ist Sonntagmorgen bei mir, da ist jetzt Kopfrechner nicht drin. Also, 175 geteilt durch 35 heißt, wir brauchen mindestens 5 Feuerholz pro Tag, die hergestellt werden müssen. Ich würde versuchen, das auf 6 zu drücken. Also, hier nochmal rein, zack, Produktion. Wir brauchen 6. Oh je. Und das macht er natürlich aus Holzstämmen. Dann gehe ich jetzt bei Stöcker und Brettern runter mit der Produktion. Oh, da haben wir schon die 6. Ja, wunderbar. Dann habe ich sogar noch 10% übrig. Dann gebe ich die wieder an Stöcker, weil die brauchen wir meistens auch zum Bauen. Nee, halt, warte. Ich mache hier 5 und da 5. Ja, aber Bretter brauchen wir auch zum Bauen. Natürlich. Aber irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht so. Ich hätte gerne runde Zahlen. Ist ihm aber egal, wa? Blöd. Naja, machst du es so. 10 Stöcker und 5 Bretter pro Tag noch zusätzlich. Gut, haben wir wieder für Feuerholz gesorgt. Immerhin. Schade, dass das hier nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, bei diesem Bedarf da auch eine Anzeige hinter zu machen, wie viel produzieren wir und nicht nur, wie viel haben wir gelagert. Aber gut, ist dann halt so.
Okay, dann habe ich jetzt das Problem. Es ist dunkel, es ist kalt, ich bin weit weg von zu Hause und es ist auch schon wieder ziemlich spät, ja, 19 Uhr, minus 3 Grad. Das heißt, warte mal, darf ich bei dir eigentlich auch übernachten einfach so? Nee, das geht nicht. Und selbst wenn, könnte ich mir gut vorstellen, würde das Reputation kosten. Na gut, dann hier mal Zweige sammeln. Machen wir uns ein kleines Feuerchen. Oh, warte, habe ich Zweige bei? 4 Stück, ja. Ich brauche wieder 15, glaube ich. Für so ein kleines Feuerchen. Ich hoffe, man darf mittlerweile im Winter auch draußen schlafen. Obwohl, was heißt mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, ob das jemals anders war. Und eine Frage, Robin, hast du den Timer gestellt? Hast du. Die letzte Folge war versehentlich sehr lang. Ich dachte, das Gespräch mit Kestrel wäre deutlich kürzer. Aber hier habe ich halt falsch gedacht, ne? Ich drücke wieder falsch. Moment, hier war Baumenü. Das ist Handarbeit. Moment, wo waren das hier nochmal? Gebäude? Nee. Oh, um Gottes Willen, wo war das? Hier. Brauche ich 16 für. Okay, nicht 15. Guck ich mal, wo es denn schon baubar ist. Ja, hoffentlich renne ich gleich in den nächstbesten Wolf rein. Ich meine, klar, ich könnte auch versuchen, nachts nach Hause zu latschen, aber wir wissen, vor allem im Wald wird es irgendwann so dermaßen dunkel, dass ich zwangsläufig in den Wolf reinrennen muss. So. Mach Feuerchen. Und leg dich hin. Nee. Geduld halten. Schlafen. In der Hoffnung, er erfriert nicht. Ist nicht erfroren. Gut. Wo befinde ich mich? Da drüben soll ich den Kräuterheini finden. Das ist ja zum Glück gar nicht so weit weg. Ich schau mal, war ich schon mal da? Nein. Aber ich sehe auch keine Wölfe auf dem Weg dahin. Das ist umso löblicher. Also von hier aus jetzt nach links. Ungefähr in die Richtung. Na, dann schauen wir doch mal. Treiben wir jetzt endlich mal so ein bisschen das mit den Quests voran. In der Zeit können unsere Vorräte sich aufstocken. Und so ab dem 6. Tag im Winter ungefähr möchte ich dann wieder anfangen, ein bisschen was zu bauen, zu organisieren, zu überdenken. Oder auch einfach nur herstellen und verkaufen. So, hier ist jetzt der Weg. Okay, cool. Ja, folge ich einfach dem Weg, ne? Bis über den Fluss und dann links rein. Falls Banditen auftauchen. Man weiß ja nie. Hier oben in dem Bürger habe ich sowieso das Gefühl, dass das alles ein bisschen gefährlicher ist. Sagte er, während ein Fuchs im Wasser stand. Zwei Füchse im Wasser standen. Achso, ja. Kalt ist ihm ja auch noch. Nichts damit Bogen ziehen. Achso, warte. Ich wollte hier links. Hoch da! So. Und rüber da! So. Ich versuche mal da oben auf das kleine Gebirge drauf zu kommen. Oder was heißt Gebirge? Felsen? Ha, Wolfsgebiet. Natürlich. Wo ist es? Direkt vor mir. Natürlich. Also, rechts vor mir. Ah. Blöd. Ich gehe auf die andere Seite vom Fluss. Ja. Ja, ist gut, Füchsis. Ich tue euch nichts. Keine Sorge. Wenn ihr mir die Wölfe vorm Hals halten könntet, wäre es natürlich noch umso besser, ne? Obwohl, die würden ja eher wegrennen vor den Wölfen. Weil die schon wissen, was ihm blühen würde. Okay. Jo. So, erstmal wieder aufgewärmt. Wir sind entdeckt, okay. Ja, definitiv wir sind. Muss ich aber riesige Bögen machen hier. Also, riesen Umweg laufen. Jetzt läuft der nach rechts. Alles klar, gehe ich nach links. Achso, es sind zwei. Na! Ah. Ab durch die Mitte! Elch entdeckt, schön. Zieh schon mal die Fackel, weil der fängt bestimmt eh gleich wieder an zu frieren. Und wir gucken mal, wo ich bin. Ich bin genau im Gebiet drin, okay. Dann hätte ich jetzt gedacht, hinter mir irgendwo. Warte mal, hä, wo ist denn hier der Weg? Wah. Rechts von mir. Ach, da! Ja, Tatsache. Mensch, wer hätte es gedacht. Problem ist nur, ich muss mir langsam auch ein bisschen eilen. Oder mir kleine Fackeln herstellen zwischendurch noch. Na, was haben wir denn da?
Das sieht jetzt nicht unbedingt nach Kräuterkundler aus, ne? Doch, Dieter. Brauchst du den da noch? Der gilt nicht als gestohlen. Meins. Strohhut wieder von Sommer, ja. Der Eimer gilt nicht als gestohlen. Holzlöffel, Holzteller. Ich nehme das schon mal als Anzahlung, ja. Oh! Kupferpfeile. Schön. Wenn es nicht als gestohlen geht, ist es auch nicht gestohlen. Ne? Also, ich meine ja nur. Nichts drin? Schade. Naja. So, ist das nicht ein bisschen kalt hier? Ich meine, du hast kein Feuer an. Keine heiße Suppe. Warte mal, die Bretter hier hinten? Oh, die dürfte ich mitnehmen. Epp. Epp. Wie viel Kilo habe ich jetzt noch? Oh, passt. Naja, dann fragen wir mal, ob er derjenige welche ist. Wer ist da? Guten Tag. Lebt hier ein Quacksalber? Bist du das? Was? Ich bin kein Alter. Ich bin kein Sackalter. Wie redest du mit mir? Ich sagte Quacksalber. Was? Quacksalber, was? Oh ja, das bin dann wohl ich. Und wer bist du? Mein Name ist Razimir und ich... Gib dir keine Mühe, ich werde mich sowieso nicht daran erinnern. Was willst du? Ich wollte dich fragen... Warte! Du bist nicht mein Enkel, oder? Nein. Uff, ein Glück. Ich dachte schon. Gut, dass ich nie Kinder hatte. Okay, wie kommt er denn da? Egal. Wenn du keine Kinder hast... Oh. Wie könnte ich dann dein Enkel sein? Oh, Mist. Mist? Mist! Aber ich glaube, ich habe die Fackel gezogen, auch wenn sie nicht animiert wird. Okay. Natürlich! Er war der Kastellan, der gestorben ist. Wahre Schande! Er war einer von den Guten. Mir wurde gesagt, dass du seine Leiche gesehen hast. Wer hat dir das gesagt? Ich habe gar nichts gesehen. Geh weg, lass mich. Mist, ich erfriere. Warte mal, kann ich das irgendwie mal kurz abbrechen? Nee. Bitte, es ist wirklich wichtig. Ich muss wissen, wie er gestorben ist. Das ist Jahre her, ich erinnere mich nicht. Ich bin alt, verstehst du? Und sowieso, du solltest solche Sachen gar nicht fragen. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Und du bist der Einzige, der mir helfen kann. Warum? Weil das hier meine einzige Spur ist. Warum musst du es wissen? Ich bin sein Neffe. Nachdem ich meine Eltern im Krieg verloren hatte, bin ich in dieses Tal gekommen, um ihn zu finden. Er war der einzige Verwandte, den ich noch hatte. Hör zu, Kleiner. Es wäre besser, wenn du es einfach gut sein lässt. Wirklich. Du hast also gar kein Hörproblem. Sicherheitsmaßnahme. Und aus demselben Grund werde ich dir auch nichts über Lordan erzählen. Bitte, du musst mir helfen. Das ist kein Witz, Junge. Glaubst du, es gefällt mir, allein in der Wildnis zu leben? Ich will nur nicht so enden wie Lordan. Also ist er wirklich ermordet worden? Ich hab schon zu viel gesagt. Geh. Nein, bitte, ich flehe dich an. Ich bin bereit, alles zu tun, um herauszufinden, wer es getan hat. Es geht wirklich nicht, Kleiner. Ich will zu meinen eigenen Bedingungen sterben. Nicht an Metallvergiftung. Metallvergiftung? Aha. Also haben wir eine Silbermine vielleicht in der Nähe und dann Blei und so weiter und so fort? Was, wenn ich dir dabei helfen könnte, das Tal zu verlassen? Dich in Sicherheit zu bringen? Ich weiß nicht. Das hier ist mein Zuhause und... Und du lebst im Wald voller Todesangst. Das ist nicht, wie man seine letzten Tage verbringen sollte. Denkst du nicht auch? Verdammt sollst du sein, du vernünftiger Bursche. Also gut, wenn du mir ein Pferd und einige Vorräte beschaffen kannst, sage ich dir, was ich weiß. Großartig. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde auch jemanden brauchen, der mich auf dem Weg begleitet. Kestrel bestimmt. Selbst wenn sie mich nicht finden, es gibt immer noch Räuber und wilde Tiere. Abgemacht. Ich finde jemanden, der dich unterwegs beschützt. Oder Sambor. Und ich will eine Frau. Vergiss es. Es war ein Versuch wert. Ich bin bald wieder da. Ich mag den wie jetzt schon einen Typen. Okay, wir sollen jetzt wieder mit Kestrel sprechen. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Fackeln konnte ich ja herstellen aus Stroh und Stöckern. Toll. Und hier oben habe ich wieder kein Stroh, ne? Mist.
Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig. Hallo! Ja, doch schon. Die Richtung stimmt. Ich muss nur an den Wiesens vorbei. Muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwo noch Stroh kaufen kann. Sollte ja nicht allzu teuer sein, dann kann ich mir wenigstens für die ganzen Wege hier noch ein, zwei Fackeln herstellen. Weil dummerweise habe ich ja zu wenig Ressourcen für weitere Pelzkleidung, ne? Obwohl ich ja schon die Näherei habe. Warte mal, jetzt kann ich die ja sehen, die Spuren, ne? Wie sehen die jetzt aus? Ach so, nicht Spuren, sondern Tiere selbst sehe ich jetzt damit. Okay. Warte mal, geht das auch durch den Baum durch und so? Warte mal, so? Nee, ich brauche Sichtlinie. Okay. Wölfe, ich tue euch nichts heute. Dafür tut ihr mir auch nichts, okay? Ist doch ein Deal, oder nicht? Gott. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich nur noch der Straße hier folgen, ne? Genau. Eieieiei. Ein Pferd. Ich hoffe, ich muss das nicht kaufen und ihm dann einfach schenken, weil das wäre dann bestimmt wieder sehr teuer. Wenn ich überhaupt ausreichend Geld habe, ist natürlich noch die andere Frage. Mal ein bisschen Fackel einsparen. Ja, wieder durchatmen, junger Mann. Bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Apropos, wie alt sind wir eigentlich? Und wo steht's? 19. Gut, wir haben noch Zeit zum Kindermachen. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann noch unfruchtbar wird hier in dem Spiel. Keine Ahnung. Bitte sagt's mir nicht. Wir finden's raus. Ups, falsches Haus. Entschuldigung. Wo hat die nochmal gewohnt? Mist. War das hier? Warte, hat die aufgeräumt? Kann das sein? Warte mal, hier führt... Ah! Ich glaube, die sitzt jetzt hier am Feuer. Ja, die hat aufgeräumt. Ihre Hütte. Da ist sie. Hey, Kistrei. Hast du etwas herausfinden können? Du hattest recht. Lordan wurde umgebracht. Könnten wir das vielleicht so unter vier Augen besprechen? Weil hier hören Fremde zu. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass ich nur Dinge sehe, die nicht wirklich da sind. Aber sie sind doch wirklich da. Weißt du, wer es getan hat? Nein, bisher noch nicht. Der alte Quacksalber ist völlig eingeschüchtert. Er hat die letzten Jahre ganz alleine in einer Hütte im Wald verbracht. Welche Hütte? Aber okay. Und so getan, als wäre er gebrechlich und krank. Verflucht! Gibt es keinen Weg, ihn zu überzeugen, uns die Wahrheit zu sagen? Ich habe einen gefunden. Wir müssen seine Flucht aus dem Tal vorbereiten. Sehr gute Arbeit, Razimir. Was genau braucht er dafür? Ein Pferd, ein paar Vorräte und jemanden, der ihn auf dem Weg beschützt. Gut, überlass das Pferd mir. Ich hatte schon immer ein Händchen für Pferde. Ei, stimmt ja. Leonard, der Besitzer des Gestüts in der Nähe, ist ein guter Bekannter. Mir wird schon etwas einfallen. Du musst dich um den Rest kümmern. Okay. Was die Vorräte angeht, sollten wir ihm ein paar Münzen geben, getrocknetes Fleisch und einen prallen Trinkschlauch. Was den Beschützer betrifft, versuch mit Domagoy zu sprechen. Er lebt in Jezirika und schuldet mir einen Gefallen. Er sollte gut dafür geeignet sein. Wenn ich mich recht erinnere, ist er sehr behende. Gut, ich mache mich auf den Weg. Echt, mache ich das? Gott. Aber warte, vielleicht habe ich Glück, dass ich hier Stroh finde. Obwohl, ach nee, wir haben Winter, ich finde kein Stroh mehr. Ah, ich muss einkaufen, das geht nicht anders. Ah, aber was sitzt hier alles so rum? Level 3 in Gewinnung. Level 3 im Jagen. Ah. Nee, da muss ich mir mal genauer Gedanken drüber machen. Jetzt brauche ich erstmal einen Händler. Gibt es hier irgendjemanden? Da hinten? Carolina? Ich habe das bloß nicht gesehen, was sie für ein Symbol hat. Das ist wahrscheinlich bloß eine Näherin, ne? Ja, sieht danach aus. Ich glaube nicht, dass sie Stroh haben wird. Ich guck mal trotzdem vor sich selber. Zeig mir mal deine Ware. Ja. Und das ist mir einfach zu teuer, die Klamotten zu kaufen. Allerdings, den Strohhut kann ich ihr verkaufen. Ich
Müsste ich erstmal gucken, was hat die noch so bei? Was vielleicht... Warm, eine Filzweste. 20% mehr Kälteschutz. Das würde ja dann bedeuten, dass ich deutlich länger brauche, bevor ich überhaupt anfange zu frieren. Ach, schwierig. Ah. Ich gucke mal. Steck mir mal eine Filzweste zu und einen Filzhut. Oder gibt's das Besseres? Gibt's einen Pelzhut? Unter P wie Pelz? Das ist ein Umhang. Oh, der ist gar nicht so teuer, wie ich gerade sehe. Ich wollte die Sachen eigentlich selber herstellen, aber ihr seht ja, ich komme gar nicht so schnell zu Rande. Das bringt nur 5%. Ich probier mal hiermit. Du kriegst den Teller, du kriegst den Kirschwein. Ja, die ist leer, ne? Hm. Den Korb kriegst du. Den Pflaumenwein kriegst du. Das sieht doch schon mal besser aus hier. Oh, die sind vergiftet. Nö, mit Gift arbeiten wir nicht. Weinflasche, Weizenbier. Ja, der Suff holt uns hier wieder raus aus der ganzen Geschichte so ein bisschen, ne? Okay. Erhöht hier den Becher und die Löffel. Nö, den Eimer nehme ich mit nach Hause. Den finde ich schon wertvoll genug. Gut. Haben wir einen kleinen Deal abgeschlossen, würde ich doch sagen, ne? Mach's gut. Rüsten wir uns mal aus. Pelzweste. Pelzumhang. Guck mal hier. 70% Widerstand. Das ist doch schon mal was. Und die anderen Sachen behalte ich dann wieder für die wärmeren Jahreszeiten. Müsste ich dann nur zu Hause ablegen. Nur ist wieder gut, ich weiß. So, da fällt mir ein. Er hat schon wieder duascht. Und wir müssen jetzt laufen. Gesundheit! Achso, nee, der ist krank. Ich komme dir am besten nicht zu nah. Was kostet denn hier so ein Pferd? 10.500! Fohlen? 5. Also für 2 Fohlen unterschiedlichen Geschlechts zahlt man dann ungefähr so viel wie für einen erwachsenen Hengst. Krass. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich die Lösung, dass ich 2 Fohlen hole, die erstmal groß werden lasse. Und die dann A benutze und B für eine Zucht benutze. Kann man die dann auch verkaufen? Die kann man bestimmt auch verkaufen, ne? Ey, das wäre cool. So eine kleine Pferdezucht? Ja. Ein oder 2 Pferde pro Jahr verkaufen, warum nicht? So, trotzdem, wo musst du jetzt hin? Dahin. Oh lol, das sehe ich jetzt erst, dass er mir hier anzeigt, wo ich Fallen aufgestellt habe. Cool. Ja gut. Nehmen wir den linken Ausgang und dann immer schön hier den Weg entlang. Bis ich irgendwann an der Gabelung ankomme und da über den Berg drüber muss, denke ich mal. Also hier diesen Bergpass nehme. Okay. Warte, wo genau muss ich hingucken? Da muss ich hingucken, okay. Komm schon. Wir wissen beide, dass du es drauf hast. Geht doch. Kleiner, ich hoffe, du hast Schuhe an. Ja. Juhu. Richtiger Ausgang? Nö, natürlich nicht. Mist. Autosave, alles klar. So, wieder ein bisschen durchschnaufen. Ich ziehe schon mal für alle Fälle den Bogen. Wir können halt nie wissen, ob hinter der nächsten Ecke ein Banditencamp ist, ne? Okay. Oh, hier liegen aber viele Steine rum. Ja. Auch Erze? Nee, ne? Nur mal so gucken, ne? Nee, leider nicht. Na gut, gucken wir uns mal den Wagen an. Trinkschlauch! Pelz! Ein Hammer? Ein Kupferhammer! Nice!
Der wird dann schön lange halten, wenn ich das nächste Mal bauen möchte. Wenn wir ehrlich sind, die Räder sehen doch auch noch gut aus. Warum können wir die nicht mitnehmen? Und der Rest ist Feuerholz. Aber gut, da ist er wieder gierig, ne? Dafür, dass er ursprünglich eine Hausregel entwickelt hat und sagte, er möchte die Sachen nicht benutzen. Es ist einfach nur Luxus, dass ich die jetzt doch benutzen kann. Und eine große Erleichterung. So ein paar der Sachen, ne? Also diverse Werkzeuge gebe ich halt direkt in die Produktionsgebäude rein. Sowas wie eine Kupfersichel, dann in die Scheune. Eine Schaufel in den Grabungsschuppen und so. Nee, ich laufe nicht den Weg entlang. Ich will einen Überblick. Da ist die Weggabelung, okay. Ich sehe nur so ein kleines Lagerfeuer. Obwohl ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ob Banditen überhaupt im Winter da sind, weil es ist ja dann wirklich arschkalt, ne? So, das heißt, ich muss jetzt hier hinter mir links, ne? Genau. Ja, da müsste der See kommen. Und im Winter, wissen wir, gibt es ja kein aberntbares Stroh. Deswegen habe ich mir jetzt die Klamotten gekauft, statt irgendwo Stroh zu finden und mir diese einfachen Fackeln herzustellen. Weil ihr habt gesehen, jetzt nur eine Folge und zwei Fackeln verbraten eigentlich, ne? Obwohl eigentlich nur ein bisschen mehr wie eine Fackel verbraten. Weil die erste Fackel, die war ja schon fast komplett runter. Oh, das sieht aber auch schön aus hier, ne? Mit dem Wasserfall da hinten. Problem ist, am Anfang hat man noch null Bauplatz, oder? Die sind entdeckt, okay. Da müsste man gucken, ob es denn da irgendwo relativ ebene Fläche... Oh, Schluck auf. Ebene Fläche gibt für ein Dorf. Dass man sich sowas hier hochziehen könnte, ne? Aber es ist alles sehr, sehr steil hier, wa? Right. Orientierung nochmal. Jetzt muss ich weiter bis zur... Weggabelung. Das war die vorhin noch gar nicht. Ach, guck mal, na schau. Zinnerz. Ja, gerne. Das sag ich doch nicht. Nee. Kupfer und Zinn. Schön. Hallo, Adler. Ja, ja, ja. Alles gut. Tut dir keiner was. Hier ist die Weggabelung. Und hier muss ich jetzt irgendwo versuchen, links den Bergpass zu finden. Oh, nehmen wir den so lange. Nochmal Kontrolle. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Alles klar. Ah! Wo? Links von mir. Na gut, dass ich gerade rechts auf den Hügel gehen wollte. Vielleicht finden wir hier oben so gerade noch so ein verlassenes Lager mit noch mehr Erzen und sowas, ne? Und das ist bloß ein Vogel? Okay. Das muss keinen Fallschaden bekommen. Kaninchen. Oh, das glitzert ja richtig. Wow. Also immer wieder eine Augenweide, dieses Spiel, wie ich finde. Auch wenn ich es noch nicht auf maximaler Grafik spielen kann, weil meine Grafikkarte das dann doch nicht hergibt. Immer wieder schön. Einfach nur hübsch, um es mit Hirnsturzworten zu sagen. Hübsch, hübsch. Ja, moin. Eine Eisenaxt, nice. Freut sich nachher unser Holzfäller. Ein, zwei Bretter noch dazu und das war's wahrscheinlich wieder, wa? Yep. Ich gehe mal da hoch. Wow. Wenn es jetzt nicht so diesig wäre, ne? Aber wow. Das ist ein Ausblick. Ist ja schon fast wie Urlaub hier. Halt nur kalt. Okay, ich gucke vollkommen in die falsche Richtung. Ich muss da lang. Okay. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Sorry. Huh.
Ich sehe gerade, ich habe auch keine 100% Lebenspunkte. Da fehlt mir was. Ach, bestimmt durch das Gespräch mit dem Quacksalber. Da habe ich ja schon angefangen zu frieren. Ich wollte halt so mitten im Gespräch die Fackel ziehen und dabei hat er einfach den Dialog weiterlaufen lassen, was ich ein bisschen doof finde. Langsam flacht's hier ab, aber da ist schon das Dorf. Na gut, gehen wir Vollgas. Achso, steck die Waffe weg. Wir sind auf friedlicher Mission. So. Oh, Achievement. Streicher. Aha. Hier? In die Richtung? Okay, nicht in der Taverne. Oh, darf ich mich waschen? Nee, darf ich nicht. Okay. Ist der hinter der Hütte? Na, ah, ich stecke im Zuber fest. Ach, da läufst du. Komm her hier. Brauchst ja nicht abzuhauen. Ich hab was mit dir zu besprechen. Guten Tag auch. Damagoy, ich bin gekommen, um dich und deine Hilfe zu. Um dich um deine Hilfe zu bitten. Du kommst immer gleich zur Sache, was? Tut mir leid, es ist nur. Die Angelegenheit ist dringend. Was hab ich damit zu tun? Kestrel meinte, du schuldest ihr einen Gefallen. Das meinte sie, hm? Verdammt, dieses Weibsbild. Und ich dachte, sie mag mich einfach nur auch. Ich kenne die Details eurer Beziehung nicht. Vergiss es, was braucht sie? Es geht um einen alten Mann, der das Tal verlassen muss und dafür Begleitschutz braucht. Es würde sicher nicht mehr als 2 Tage in Anspruch nehmen. Entschuldige, aber dabei kann ich euch nicht helfen. Aber warum nicht? Ich habe meine Armbrust nicht mehr. Sagen wir, dass sie mir aus den Händen gerutscht ist, weil ich ein Dummkopf bin und bei diesem dummen Rätselspiel verloren habe. Und wenn ich dir eine neue Armbrust besorge, dann würde ich es machen. Ich komme mit einer Waffe zurück. Ja. Eine Armbrust. Dein Ernst? Die wird ja auch absolut nicht billig sein und ich kann sie noch nicht herstellen. Yay! Es soll ja nur schnell gehen, ne? Es soll ja nur schnell gehen. Naja, wir kommen dann so 2 Jahre später wieder, wenn wir sie selber herstellen können, oder? Was meint ihr? Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!